Willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online und ich habe einfach mal gedacht, ich nehme mal wieder ein bisschen GTA auf, aber als Einstieg wollte ich zwar den Rennanfang nehmen, aber ja, ich würde sagen, das ist ziemlich wahrscheinlich ein Hacker, weil es kann nicht sein, dass man Level 8000 ist und Kills Tode, ja, das ist, nee. Einfach nur nee. Das. Pass auf, der gewinnt jetzt das Rennen. Das wette ich mit euch. Wenn der jetzt nicht gewinnt. Wow, dann hat der ja voll freigeladen, Junge. Und wir spielen nämlich das neue Update, was gar nicht mehr so extrem neu ist, weil es schon länger draußen ist und ich es jetzt erst spiele. Ja. Alter, halt doch mal die Fresse, Junge. Oh. Wir starten auch ganz vorne, das ist auch ganz nice und gleich weg vom Start. Los, 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 los. Erste Kurve, gut kriegen! Och nö! Das hasse ich bei diesen neuen Stuntrennen. Man muss einfach Glück haben, in der ersten Kurve nicht rauszufliegen. Punkt. Ich werde immer irgendwie abgeschossen. Meine beste Platzierung war jetzt erst. Lol. Wie hab ich mich da denn gedreht? Oh, bisschen weit weg. Scheiße. Meine beste Platzierung war irgendwas mit. Ja, ich glaube, ich wurde dritter mal. Oder vierter? Dritter oder vierter, aber ich wurde die ganze Zeit entweder weggerammt, das Auto ist komplett ausgebrochen oder sonst irgendwas. Och nö, willst du mich verarschen? Das reicht jetzt wieder nicht, oder? Wow! Doch ganz knapp gereicht. Hat ganz knapp gereicht, aber. Und jetzt heißt es, bis die Aufholjagd kann beginnen. Aber Level 8000, damit kann man Level 8000 sein. Bitte. Boah, gut, dass hier so eine Form ist, ne? Sonst hätte ich sie komplett verkackt. Oh. Go, go, go. Im Hintergrund müsstet ihr auch noch ein bisschen Musik hören. Was vom Radio ist in Game. Wenn es zu leise ist, mache ich einfach andere drüber, muss ich gucken. Und ich finde das Update an sich wirklich ganz nice, aber ja, man kommt manchmal echt nicht hinterher, wenn man keinen aufgetunten von den neuen hat. Oder überhaupt einen aufgetunten. Aber ich finde das Update trotzdem nice. Bis auf die Spasten, die immer denken, man kann einen abschießen. Ja, ich habe auch zwei, dreimal an abgeschossen, aber nur weil weil ich mich gedreht habe. Deshalb. Ich würde nie für extra irgendwie sagen, oh Junge, ist hier jetzt rüber, außer er hat mich vorher platt gemacht. Dann schon, dann ist so ein bisschen, ja, kann man mal machen. Und bam. Ich wollte mir eigentlich so einen neuen Wagen holen, aber ich habe kein Geld, ich habe nur eine Mille. Knapp eine Mille. Weil ich spiele auch nicht mehr so regelmäßig GTA, geschweige denn, ich habe die letzten paar Monate nicht gespielt. Ich glaube, das letzte Mal ist vor 2 Monaten gewesen, wo ich richtig gespielt habe. Heute habe ich mal wieder angefangen, ein bisschen das zu testen. Ich fand es nice und habe gedacht, oh, ich bin jetzt gerade so ein bisschen vorproduzieren für die Gamescom. Und da kann ich auch mal das bringen. Weil ich bin ja das komplette Wochenende dann erstmal weg. Ich muss bis mittwochs vor der Gamescom alle Videos fertig geschnitten, gerendert und bearbeitet haben. Weil am 17. da werde ich abends erst einen Stream. Ne, warte, am 16. werde ich abends streamen. Und am 17. werde ich halt 18 und da habe ich halt auch anderes zu tun, ne? Anstatt aufzunehmen. Da dürfte ich dieses Spiel endlich legal spielen. Woo! Auf jeden Fall, jetzt ist sicher, dass die Folge schon vor meinem 18. kommt. Das ist super, weil ich weiß nicht, wann welches Video kommt, weil ich nehme jetzt erstmal auf und guck. Fuck! Guck, was ich so schaffe. Komm, ich nehme Anlauf und probier's nochmal. Der Looping hat mir schon ein paar Mal das Genick gebrochen. Nice. Der war ärgerlich, der Looping. Ich glaube, so 2 Rennbo-Folgen können wir mal machen. Vielleicht nämlich 2 oder 3 Folgen auf. Können wir mal gucken. Aber irgendwie so quatschen nebenbei, so ein bisschen GTA fahren, macht echt Fun. Weil es sind jetzt noch nicht mehr diese selbst erstellten, sondern es macht auch
Okay, die Selbstverständlichen waren auch nice, aber das macht mega Fun. Ist halt auf die ganzen Vollidioten, die denken, einen abdrängen zu müssen. Lass mich raten, der Hacker. Lol, der Hacker ist 12. Was für ein Lappen. Was für ein Lappen. Looping. Nice. Whoa, 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 whoa. Nice. Nice. Und ich spiele GTA jetzt nicht mehr, um den geilsten Stuff zu haben, sondern ich spiele es einfach nur noch als Zeitvertreib. Früher war ja so, oh, ich will geiles Zeug in GTA haben. Hab auch. Oh. Hab auch so ein bisschen geguckt, bla bla bla. Und da schreibt einer easy. Holla Husu. Wenn, sorry, dass ich das sag, aber sowas schreibt man einfach nicht, weil ich finde, die Rennen muss auch, man muss zwar was können in den Rennen, aber es zählt auch extrem viel Glück, weil ohne Glück kommst du bei dem Rennen nicht weit. Jawohl, nice. Weil, guckt euch den Start an, ich bin super gestartet, aber ich wurde abgedrängt und habe einen Unfall gehabt und ja, ich bin Sechster, theoretisch hätte ich Erster werden können, weil das Rennen einfach echt solide ist, wie ich fahre. Bis auf den Looping, den habe ich schon wieder verkackt, aber dann wäre ich Fünfter, sagen wir mal Fünfter. Oh nein! Genauso wie das habe ich auch gerade komplett verkackt. Ich mache auf jeden Fall mal die Musik nächste Runde mal ein bisschen lauter. Aber wir wären jetzt in dieser Runde Sechster. Kann ich in die Einstellungen gehen oder muss ich jetzt rausgehen? Weil wenn, dann mache ich viel später einfach Musik hinzu. Ah, ich kann, Moment, das mache ich gerade so. Audio, Musiklautstärke. Lauter machen. Jetzt schauen wir nochmal den 8000 dazu, wie krass der rumfährt. Wenn das mal lernen würde. Okay, es hat nicht geladen. Okay, gut. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Rennen. Bis gleich. Ich wette, ich habe das jetzt gerade noch drin gelassen, um euch nochmal zu signalisieren, was für ein Huso das ist. Ja, wir sind wieder zurück und soll ich dazu was sagen? Ich glaube nicht. Dazu soll man einfach gar nichts sagen, weil es ist, obwohl so Kleidungsglitches und so mal ganz lustig sind, aber nee. Sind scheiße. Entweder ist es wirklich ein Hacker oder einer, wo jeden Glitch ausnimmt oder keine Ahnung. Oder einfach einer, wo überhaupt kein Leben hat und schon seit 3 Jahren nur GTA zockt von Tag ein Tag aus, ohne zu pennen. Plus. Glitche ausnutzt. Ja, wir sind gut weggekommen eigentlich. Übrigens, den Wagen, wo ich gerade fahre, ist nicht mein eigener, weil den, wo ich nehmen würde, wäre entweder ein Muscle. Ja, natürlich ist ein Muscle. Na. Oh, halbwegs gut durchgekommen. Und weg, 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 weg. Den Trick habe ich vorhin gesehen. Ich sag mal, das war eine Mini-Abkürzung. Oh, wir sind Erster, Junge. Seht ab. Aber ich wette, wir werden noch eingeholt, weil ich kann nicht versprechen, dass ich einen ganz fehlerfrei fahre. Oh, komm, komm, komm. In den Tunnel nach unten. Ich hab das Gefühl, es ruckelt ein bisschen. Komm, komm, komm. Ja, okay, er war schneller. Und das. Okay. Ace! Ace! Okay, vorbei. Oh, Redwood, komm! Go, go, go! Okay, ich glaube, er hat einen eigenen Wagen. Gegen eigene Wagen hat man eigentlich keine Chance im Spiel. Weil die ja komplett voll aufgetunt sind. Es wäre nice, wenn man die, ich sag mal, klassischen Wagen auch komplett voll krass auftunen könnte. Nee, nicht auftunen könnte. Man kann ja, ich meine, dass sie auch aufgetunt wären. Wir sind jetzt gerade Zweiter.
Okay, er hat es auch unten durchgeschafft. Oh, wir haben es gut durchgeschafft. Nice. Ich fahre jetzt den Weg, wo er fährt. Ja, das ist die Chance für Platz 1 da. Ich muss es auch ergreifen. Weil selbst wenn ich es nicht schaffen würde, ich... Ja, ich habe ein gutes Rennen. Wow! Oh mein Gott. Ja, ich glaube, zweiter ist ganz okay und ich will jetzt auch nicht zu viel riskieren, dass ich den zweiten verliere. Und ich riskiere es fast, weil ich mich verbremse. Nee. Ja, nice, zweiter. Fehlerfrei gefahren, der andere hat wohl einen aufgetunten. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, den konnte man vorher nicht auswählen. Jetzt schauen wir gerade nochmal, wo der 8000 da endet, weil er ja so viele Siege hat. Also ich habe gerade vorhin nicht drauf geguckt. Wir hätten ja eine Aufnahme gucken können, ob da immer noch 9999 oder so, oder wie viele 9 da waren zu 9, was da ist. Oh, bist du nur 11. Oh, so ein schlechter Hacker. Oh, oh. Ja, alles klar. Jetzt hat er noch Luck. Mit 10. Und der eine, wo voll easy geschrieben hat und uns voll beleidigt hat, was ihr bestimmt gerade gesehen habt, der ist nicht mal unter den Top 3. Ja. No Kommentar. Und ich glaube, das war's. Das reicht jetzt erstmal für heute, für diese Folge von GTA Online. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich nehme auf jeden Fall gleich jetzt noch im Anschluss eine auf. Die kommen dann auch die Tage. Und bis dann. Ciao, ciao.